Grüß Gott, liebe Leute. Es freut mich, zu euch sprechen zu dürfen. Es ist nicht so einfach in der heutigen Zeit. Ich bin gekommen eigentlich, weil heute ja ein bedeutender Tag stattfindet hier in Wien. Ein dramatisches Ereignis, das wieder natürlich heruntergespielt wird. 1 Kilometer entfernt, Luftlinie entfernt, wird wieder entschieden über ein Volk, ob es weiter existieren kann oder nicht. Es geht um den Iran. Persien versucht, ein Atomprogramm durchzuführen gegen die Mächte, gegen die alliierten Mächte der USA und der EU. Es geht hier nicht um Atomkraft, sondern es geht nur um wirtschaftliche Interessen. Ich möchte noch etwas vorausschicken. Ich bin kein Amerika-Hasser. Aber die Geschichte zeigt, dass in den letzten Jahren oder Jahrzehnten Amerika immer mehr zu einem unberechenbaren Faktor wird und eine Gefahr für die Menschheit darstellt. Ich möchte Ihnen erzählen, zum Beispiel, dass ich selber vor Jahren ein Opfer des Kommunismus war. Ich habe eine Polin geheiratet und bin dann nach Warschau gefahren und habe die Dokumente für sie besorgt. Und im Zug wurde ich dann aufgefordert, mich zu entkleiden. Man sich jetzt nicht einigen kann, was wird dann geschehen? Werden Israels Luftwaffen, amerikanische Luftwaffen, dieses Land bombardieren, zementieren, zugrunde richten, wie sie andere Länder bereits gemacht haben. Iran, Afghanistan, diese Länder sind ruiniert durch Lügen und Propaganda der USA. Wir können nur die Entscheidung abwarten, was jetzt wieder geschieht. Aber der Protest, mir fehlt der Protest gegen Amerika in der heutigen Zeit. Ist nichts mehr so ein vernünftiges Gedankengut vorhanden durch diese Manipulation? Wenn wir die Geschichte zurückverfolgen, über 200 Jahren, Gerüchte und Manipulation waren immer die größte Kriegsführung. So hat die Französische Revolution, wurde ausgelöst durch Amerika, nicht durch ein anderes Land. Die Geschichtsschreibung wurde manipuliert. Was hat man gesagt über Marie Antoinette, die Verschleuderung von der Marie Antoinette? In Wirklichkeit, was diesen Krieg, diese Revolution ausgelöst hat, war, dass Frankreich den amerikanischen Freiheitskampf, den Unabhängigkeitskampf unterstützt hat mit unendlichen finanziellen Mitteln und danach bankrott war. Nicht die Verschleuderungskunst der Marie Antoinette. Das hat alles nicht, es entspricht nicht der Wahrheit. Was hat man noch eingeredet, die Gerüchte? In der Bastille sind politische Häftlinge, die werden gefoltert. Man hat dann die Bastille gestürmt. Was hat man vorgefunden? Eine kleine Schar krimineller Personen, die dann sich vergnügt haben, Karten gespielt haben oder sich vergnügt haben. Das war alles nicht wahr. Es ging nur um die Vernichtung Frankreichs. Nachdem Frankreich Amerika finanziell unterstützt hat,
ist, hat sich Amerika mit England wieder verbündet gegen Frankreich. Das ist der Charakter dieser Nation und die wird alle in den Untergang treiben. Ich habe in der Welt, in der wir leben, ins Internet gestellt, mit Harry Friedman das Rothschild-System. Und wenn man das gelesen hat, dann wissen wir es, dass wir Betrügern, Verbrechern ausgeliefert sind und niemand etwas dagegen unternimmt. Und ich möchte noch etwas sagen, dass in dieser Scheinwelt, in der wir leben, haben Demokratien, Scheindemokratien überhaupt nichts mehr zu sagen. Das Europäische Parlament, unser Parlament, hat keine Entscheidungsgewalt mehr. Ich habe gerade da oben meinen Notdurft verrichtet und es war mir ein Genuss für diese Betrüger, und Hochstapler. Sie verdienen sich krumm und blau für nichts und wieder nichts, nur dass sie dem System Rothschild verhaftet sind. Das ist ihr Ziel. Sie wollen nur weiterleben, an der Macht hängen, am Geld hängen und wir können brennen als Steuerzahler. Es enttäuscht mich furchtbar, dass wir so wenige Menschen sich hier versammeln, wo es um unsere Existenz geht, um das Ende der Welt. Ein Atomkrieg, der jetzt herausgefordert wird, wo die Ukraine nur als vorgespielt wird für einen Krieg gegen Russland. Es ist, diese Ukraine wird von der NATO und von der USA gegen Russland zu einem Krieg getrimmt. Und wenn hier nichts etwas geschieht, ist es das Ende der Menschheit. Danke.